Guten Abend, liebe Mitmenschen. Es ist ein Hund gefunden worden. Steht ein Plakat. Jemand hat einen Hund gefunden. Ich möchte die Bevölkerung bitten, dass ein Hund gefunden worden. Ein Hund gefunden, ein wunderschöner Rüde. Schönen Augen, schöne Schnauze, schaut gesund aus. Als Telefonnummer ist hier abgebildet, glaube ich. Ja, auch. Wer braucht diesen Hund? Schau mal die Telefonnummer an. Mhm. Wo sind die? Sieht man das? Ja, sieht man. 0664 536 5117. Dieser Hund wäre abzuholen. Steht auf einem Plakat. Schöner Hund, ein Rüde. Wunderschöner Hund. Also, ich habe heute mit meinem Freund gesprochen, ein Telefonat. Und wir haben dann von Adam und Eva, über Adam und Eva die Geschichte diskutiert. Und da ist bei diesem Telefonat mit meinem Freund herausgekommen, damals haben wenigstens die Eva hat vielleicht eine Sünde gemacht, aber sie war nachlässig, sie hat die Kinder am Leben gelassen und den Mann nicht ins Gefängnis gebracht oder sonst was. Und da sagte ich... Oder ausgebeutet. Ja, die Welt wurde damals beschrieben als Paradies und... Verstehst? Ich meine das so, ich suche dringend ein Mädchen, das von mir ein Kind sich schenken lassen wollte. Aber sobald ich ihr das Kind geschenkt habe, möchte ich mit Eigentümer sein. Ich möchte mir das nicht ausspannen lassen und dann verdonnert werden, 20 Jahre Alimente zu zahlen. Verstehst? Ich möchte dann die Braut behalten. Samt Kind, verstehst? Und das, bis ich sterbe. Ich lebe nicht mehr lang. Das solltest du mir gönnen, also liebe Braut. Wenn du zuschlägst, dann sofort, unmittelbar. Es wurscht, wenn du rauschgiftsüchtig oder sonst was sein solltest. Ist mir alles wurscht, verstehst? Das gebe ich dir schon ab. Nein, aber den Hund darfst du auch nicht vergessen, gell? Der Hund. Hund gefunden worden. Hund. Verstehst? Hund abholen. Ja, auch den Hund. Verstehst?